Der Zug ist voll. Wir werden jetzt Dortmund nerven. Bierbauer. Mama. Guten Morgen, wir sind wach. Wir wurden heute schon wieder von den ganzen Mücken hier aufgestochen. Das war richtig widerlich gewesen. Und guck mal hier. Guck mal seine Lippe hier an. Botox war free. Das wurde richtig aufgeblasen und aufgestochen. Aber auch hier. Das ist so richtig fett. Deswegen haben wir uns genau aus diesem Grund haben wir uns diesen Schlafplatz hier ausgewählt und aus keinem anderen. Extra damit wir wieder diese Vollfettlippe hier, diese Botox-Lippe da angucken können. Wie letztes Jahr in Friedrichshafen, Video verlinkt da. Richtig geil. Waschen in der Natur. Beste, was es gibt. Und ich habe noch immer die dicke Lippe. Ich habe dicke Lippe riskiert. Das ist richtig geil. Auch wenn man weit schläft, man muss gut riechen. So, die Sachen sind gepackt. Und jetzt laufen wir, genauso wie gestern, schon wieder da drüben durch diese ganzen Brennnesselbüsche durch. Die hier uns am Bein diese ganzen Pocken und sowas machen. Und uns nerven und jucken und sowas. Genau, da laufen wir jetzt einmal durch. Frühstück gefunden. Guckt euch mal diesen Scheißweg hier an. Der ist richtig eng und sowas. Der nervt. Und hier vorne beginnt schon wieder diese ganzen nervigen Brennnessel und so weiter. Die hier an meinen Beinen hier rumkratzen. Und diese komischen Punkte verursachen. Also diese Pocken oder was das sein sollen. Und jucken. Da laufen wir gerade schon wieder durch. Das ist richtig geil. Das ist richtig nervig. Das ist richtig belästigend. Das ist ein richtiger Belästigungsweg. Der nervt und so weiter. Der strengt an. Und jetzt sind wir hier oben angekommen. Auf den normalen Weg. Und ich werde darauf erstmal einen guten Morgen Bier trinken. Geprost! Geprost! Ich grüße dich, Mauspastor! Vielen Dank für das Abschließen einer Stufe 2 Bierpower Kanalmitgliedschaft. Ich grüße Dennis G. Punkt. Vielen Dank für deine PayPal Donation. So, wir sitzen jetzt gerade vor der Eisdiele, wo ich die Toilette so richtig benutzt habe und mit ganz viel Bierschissgeruch verseucht habe auch noch. Und da geht jetzt Nico rein. Aber ich muss zum Beispiel, und ich passe auf unsere Sachen hier auf. Aber ich muss gerade nicht scheißen gehen, deswegen gehe ich da jetzt nicht rein, sondern nur Nico ist da drin. Du hast eben gerade die Toilette vollgeschissen und er hat gerade die Toilette sowas so richtig vollgeschissen. So dass da sogar Mistkäfer aus dem Arschloch rausfliegen. Und er hat uns Eis ausgegeben schon wieder. Damit wir das fressen können. Vielen Dank für das Eis. Gerne. Wir sind losgelaufen und wir laufen jetzt zum Richtung Bahnhof. Und wenn wir beim Bahnhof angekommen sind, dann kommt irgendwann der Zug und dann fahren wir nach Dortmund.
Guck mal. Hier. Durchfallfarbene Hähnchenfleisch gefunden. Guck mal, da vorne ist eine nervige Ampel. Wir müssen darüber laufen, um zum Bahnhof zu kommen. Ah, jetzt kommt grün. Und jetzt ist schon wieder rot. Richtig bazillenhaft. Mein Lip ist noch immer dick. Das ist richtig geil. Wir sind immer noch dabei, zum Bahnhof hinzugelaufen. Und hier sind überall Menschen und sowas. Das ist hier richtig voll, das ist richtig widerlich. Da hinten, da ist Bahnhof. Und da müssen wir jetzt rein, weil unser Zug, der fährt irgendwann. 13 Minuten. Unser Zug steht hier schon. Wir werden hier jetzt einsteigen. Der Zug ist voll. Leute, das war gerade ein richtig widerlicher Umstieg. Hier hin und hier rein. Du weißt, die ganzen... wer halt der andere Zug Verspätung hat... Erinnert mich an Ulm. Das war ungefähr wie bei Ulm. Wie bei diesem Ulm-Bahnhof. Wo wir hier gerannt sind. Und da waren da überall Menschen die gewesen, wo das alles so voll war und sowas. Und da mit diesen ganzen schweren Scheißwagen. Und dann war auch doch dieser Fahrstuhl kaputt gewesen. Oh, du hättest dir so einfach um die Ecke gehen können, so runterfahren können. Nee, danach... Da warst du eine Rampe. Nee, ja, die habe ich auch benutzt. Die Rampe habe ich benutzt, aber... Das hoch, da war der Fahrstuhl, der war kaputt. Da musste ich... Na gut, jemand hat mir geholfen, den Wagen hochzutragen, aber... Trotzdem muss nicht sein. Das war richtig widerlich gewesen. Das war genauso widerlich gewesen wie manchmal mein Ohrschmalz. So, ich bin gerade aus dem Zug gekullert und wir sind hier in Dortmund angekommen. Wir werden gleich jemanden treffen. Ich muss pissen. So, wir sind hier angekommen. Oder beziehungsweise, ich habe das schon gesagt gehabt, dass wir hier in Dortmund angekommen sind. Ja. Und ich habe gerade Urin gemacht, aber so richtig. Und zwar da drüben irgendwo. Und genau, wir haben ihn hier getroffen. Ja. Bei ihm werden wir heute Abend auf jeden Fall pennen und wir werden auf jeden Fall zusammen Bierpower machen gehen, ja. Später. Und guck mal hier vorne ist Dave Goldmann. Er ist frisch von Griechenland zurückgekommen. Ich grüße Regina Helmich und Otto Walkes. Der Wohnwagen, Mensch. Ich werde jetzt auf euch Bier trinken. Und das werde ich mir jetzt in Bier reinmachen. In Bier reinmachen? Was heißt das? Ich schaue seine Videos an, wirst du es rausfinden. Bierhauer! Sag nochmal. Bierpower. Perfekt. Rob, magst du Bierpower machen? Ich halte mal dein Bier. Guck dich mal dieser Kukuruku-Fleisch hier in Farbe Stadt an. Wir werden jetzt Dortmund nerven. Aber so richtig. Das habe ich selber gesungen. Das habe ich selber gesungen. Ja? Ja. Und jetzt wechseln, aber hör mal. Das ist musikalisch ganz weit vorne. Alter, geil, Mann. Yeah.
Bierbrauer. Bierfrau. Lauter. So, wir sind bei Ihnen hier angekommen. Bierbauer. Mama! Bete. Guck mal, Dave, fass mal hier, ich spiel mal diese Instrumente hier vorne da dran. So, währenddessen wir jetzt gerade Naturin anschauen, auf dem Fernseher von Rob. Kann ich nur sagen, das ist appreciated. Sind wir gerade dabei, das hier zu fressen. Das ist Zenfitro, wie das heißt. Für die Essen. Also, das hier, das ist für Essen. Sandwich. Ich habe hier gepennt mit den Herren Goldmann. Und Nico, er hat hier neben der Stripperstange gepennt. Und jetzt wird Fressen gemacht. Fressen gibt's gleich. Gleich wird richtig gefressen. Extra, damit wir stark und fett werden. Kann ich noch jemanden grüßen? Ja. Ich grüße Henry Maske. Kocht noch gar nicht, aber ich rühre trotzdem schon mal. Ach scheiße, das ist beschlägt. Einmal hier Baked Beans mit Bratkartoffeln und Ei. Und Brot. Ich grüße Frank Zapper. Ich grüße den Flötenmann. Fressen ist fertig. Die Kartoffeln sind richtig geil. Ja. Die sind... Die kann man richtig geil fressen. Die schmecken mit dem Ei drauf. Ich grüße alle Zecken. So, wir fangen jetzt gerade an, nach draußen zu laufen. Ja. Zu diesem Phoenixsee oder wie das heißt. Und da am See, werden wir dann Bierpower machen. Ja. Wir sind gerade draußen. Vor der Bushaltestelle und wir warten hier auf den Bus. Unser Bus ist angekommen, wir werden hier jetzt einsteigen. Wir fahren jetzt U-Bahn. Aber warten wir noch das Ja.
Guck mal, unsere Straßenbahn kommt gerade an. Wir werden da hier jetzt reinlaufen. Wir fahren gerade U-Bahn. So, wir sind hierher gefahren, um hier ganz gemütlich ein Bierchen zu trinken. Es ist eine kurze Bierpause. Guck mal, dieser versüffte U-Bahn ist angekommen. Das heißt, wir werden hier jetzt einsteigen. Ich grüße Angela Merkel, Bro. Ich grüße auch Angelika Merkel. Ich grüße Helmut. Ich grüße auch den Ratzler. Ich grüße den Klapperstorch, der mich auf die Welt gebracht hat. So, wir sind gerade U-Bahn gefahren. Und jetzt sind wir genau hier. Ja. Hier. Und wir werden hier erstmal Bier trinken. Bier trinken. Gib Prost. Gib Prost. Was ist das für ein Gerät, Mann? Guck mal, was wir gefunden haben. Hier, dieses dieses Metallteil haben wir gefunden. Ist herrlich. Ja. Stadtwasser ist geil. So, wir chillen hier ein bisschen mit ausländischen Rockmusik hier rum. Bier trinken. Mit ganz viel Bier trinken. Das ist sehr entspannt. Wir laufen hier mit der besten Musiker der Welt rum. So, ich und Dave Goldmann. Grüße Otto Walkes. Haben uns von den anderen Leuten verabschiedet. Und wir laufen jetzt zum nächsten Bus. Um gleich Bus zu fahren. So, wir sind jetzt bei diesem Rewe, beziehungsweise noch nicht ganz. Wir müssen hier Fahrstuhl fahren. Und dann kommen wir zu Rewe an, um diesen verfettigten Müllsack voller Pfand zu abzugeben, also zu verkaufen. Boah, ist das widerlich. Oh, leer. So, von diesem Geld hier wird jetzt Bier gekauft. Noch mehr Bier. So, wir haben gerade bei Rewe neues Bier gekauft. Und jetzt gelaufen wir da runter. Da, wo die ganzen Busse sind und sowas. Damit wir gleich wieder Bus fahren können. Der Fahrstuhl ist angekommen. Wir werden hier jetzt eindringen. Und wir haben von einer 18-Jährigen, die gerade ihr Geburtstag feiert, einen Alkopop ausgegeben bekommen. So, unser Bus ist angekommen. Wir werden hier jetzt einsteigen. Ich bin eine Bazille, ich bin eine Bakterie, ich bin ein Baktus. Ich bin Karies und Baktus und ich liebe Schmerzensursachen. Ich habe eine wunderschöne Zahnlücke. Da passt ein 2-Euro-Stück durch. Beer Power!
Wir sind jetzt gerade hier an dieser U-Bahn-Haltestelle, heißt das. Und wir stehen hier rum, bis dann irgendwann diese U-Bahn vorbeikommt. Ich grüße Blümchen. Gänseblümchen. Vorher gehe ich rein. Ach, endlich Luft, Alter, am Körper. Wir haben hier im Park gepennt. Und die Sonne blendet uns. Hatscha! Ja, genau, so sind wir aufgestanden. Ja, wir liegen noch, weil wir müssen noch Schlaf nachholen. So, wo wir heute Nacht gepennt haben, er sagt, dass das hier der Westpark hier in Dortmund sein sollte. Und genau, und hier haben wir rumgepennt. Ich hab das hier alles so richtig zugeschnarcht. Wie so ein Wildschwein. Ich habe richtige Wildschweingeräusche gemacht. Und alle, die hier rumgelaufen sind heute Nacht, die haben sich bestimmt erschreckt oder so. Nur weil ich hier gelegen habe und Wildschweingeräusche gemacht habe. Ich grüße die Schlümpfe. Guck mal, dieser Vogel hier vorne. Der hat einen Wurm im Maul drin. Das ist ein durchfallfarbener Vogel. Mit Wurm im Maul. Das ist ein durchfallfarbener Vogel mit Wurm im Maul. Und diese Taube, die da oben im Baum sitzt oder so und vielleicht auf unseren Kopf scheißen tut, der nervt rum. Der macht Geräusche, der schreit und sowas. Wir werden gerade von diesen Rasenmäh... Typ da vorne genervt. Der mit hier rasen und sowas. Das ist richtig nervig. Das ist Belästigung. So, weil heute ein voll cool Wetter ist, habe ich mich schon wieder frei gemacht. Deswegen habe ich mich frei gemacht und damit noch mehr der D3 Shepherd. Das muss runterkommen. Das muss richtig auf die Haut drauf kommen. Damit das rot und dann durchverfarmt wird. Und wir laufen jetzt zur nächsten Haltestelle und dann zum Bahnhof. Irgendwie so. Das ist wellenförmig. Wir gelaufen jetzt unter dieses Haus drunter durch. Ich hab voll Bock auf irgendeinen Springbrunnen, wo ich da schon wieder Blubberblasen runter machen kann. Da drin. Damit die anderen Leute, die dran vorbeilaufen, so richtig verdutzt gucken. Da habe ich richtig Bock drauf. Irgendein Krebs hat mich hier hinterm Ohr gebissen. Bah, ist das ekelhaft. Das ist richtig widerlich. Ich musste Gleis 31 hinten laufen, hoch, weil mein Zug da kommt gleich. Ein Seilzug, der kommt in einer halben Stunde oder so. Und deswegen muss ich da hoch. Guck mal, der versiffte Scheißzug kommt hier angerollt. Das ist ein richtig voller Zug. Das ist ein 9-Euro-Ticket-Zug. Deswegen werde ich jetzt da reingehen. Der Zug ist voll. Der Zug ist immer noch voll. Ich bin gerade in Münster angekommen. Und dieser Zug, wo ich jetzt gerade drin war, der war so voll gewesen, dass er viel zu langsam gefahren ist. Und deswegen habe ich den Anschluss nicht bekommen. Der ist jetzt gerade weggefahren, mein Anschlusszug. Das heißt, ich muss, keine Ahnung, wie lange ich hier noch in Münster rumwarten. Das ist richtig nervig. Ich sitze hier auf dem Bahnsteig und ich will einfach nur nach Hause fahren. Ich bin voll müde und sowas. Und... ich warte die ganze Zeit auf diesen scheiß Zug, dass der endlich ankommt. Der ist richtig nervig, dieser Zug.
Das ist ein Scheißzug. Der verranzte Zug, der steht hier. Prüfen, ob ich da reinpasse. Über den Kackwagen. Und mit den ganzen hier 9-Euro-Tickets Leuten und sowas. So, ich bin in Osnabrück angekommen. Und jetzt muss ich noch ganz lange warten, bis mein nächster Zug kommt. Keine Ahnung, wie lange ich warten muss. Keine Ahnung, vielleicht eine halbe Stunde oder so. Und dann kommt der nächste Scheißzug, der wieder überfüllt wird. Sein wird, glaube ich. Guck mal hier. Hier vorne steht mein Scheißzug. Ich werde da jetzt einsteigen, aber der fährt erst in einer halben Stunde oder so los. Oh Scheiße, jetzt wurde direkt im Zug gesagt, dass der Zug nach Bremen auf Gleis 13 fährt. Jetzt muss ich von 5 auf 13 hinlaufen. Das ist richtig widerlich. Ich habe keinen Bock mehr drauf heute. Und der Umstieg ist noch 4 Minuten oder so. Scheiße, und jetzt funktioniert glaube ich die Treppe nicht mal. Oder so. Mann. Hier hast du eine scheiß Treppe im Effekt, das ist richtig widerlich. Wo ist Gleis 13? Los jetzt! Fahr runter! Warum sagen die das so spät, ey? Ich verstehe das nicht. Jetzt mach doch mal auf hier. So, der ranzige Zug kommt an. Dieser Zug hat Verspätung gehabt. Das heißt, ich bin umsonst so schnell runtergelaufen. Richtig geil, oder? Der Zug ist voll. Der Zug ist voll. Der Zug ist immer noch voll. Ich bin gerade in Wächter angekommen, weil wir müssen hier aussteigen aus diesem Zug. Weil der fährt nicht weiter. Das heißt, wir müssen, man muss hier noch eine ganze Stunde warten, bis der nächste Zug fährt. Das ist richtig nervig. Ich will nach Hause. So, und darauf, dass man auf dieses 9-Euro-Ticket hier eine Stunde Zeitverschwendung machen muss, werde ich darauf erstmal ein Wartebier trinken. Gib Prost. Guck mal, der verratzte Zug kommt hier angerollt. Wir werden hier jetzt einsteigen. Der Zug ist voll, der Zug ist voll, der Zug ist voll. Ich bin gerade nach ganz vielen Stunden Zugfahrt hier in Bremen angekommen. Und es ist richtig geil. Yeah. Wenn ihr It's Nico mit von Mücken aufgestochenen Vollfettlippen noch einmal sehen wollt, dann gebt euch unbedingt diese Videoserie. Da passiert das nochmal.